Ei. Ach ja, wen haben die denn dabei? Das sind die New Schooler, Digga. Ich hab totale Blackout. Kennt ihr das, wenn ihr dann... Ich muss gerade was anderes. Mir fällt es gleich einfach wie Schuppen vor die Augen. Ab jetzt wird es ernst. My lovely friendos, wir sind back at it mit einem wundervollen Quiz, das so aussieht. 154 Rapper gibt es zu erraten. Deutschrapper gibt es zu erraten. Das ist für mich womöglich wieder ein Format, was meine komplette Inkompetenz in Sachen Deutschrap offenlegt. Ja? Schnallt euch an und bleibt ruhig, so gut es geht, denn ich werde es womöglich nicht schaffen. Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Ne? Wir haben hier reingebuttert, was Kanalwetten betrifft. Und meine Community hat folgendes hier, meine liebe Twitch-Community, die ich über alles liebe, hat wie folgt gewettet. Von 154 Rappern errate ich 0 bis 30 sagen 2%, 31 bis 60 sagen 37%, 61 bis 90 41%, der größte Teil. Die Erwartungshaltung schon wieder hoch. Die Erwartungen sind hoch, wie ein Tarnbomberpilot, denn ich habe nun mal die Flows. 91 bis 120, das sind auf jeden Fall die Leute, die schön rausschwimmen aus dem Nichtschwimmerbecken und in Gefahr laufen, abzusaufen. Aber wenn ihr absauft, könnt ihr wenigstens der Sache auf den Grund gehen. Und die richtig krassen, das sind die, die beide Arme vergipst haben und trotzdem Butterfly schwimmen wollen. 6% sagen, ich errate 121 bis 154. Für euch stehe ich hier ein. Ich gebe alles. Wir gehen rein. Mir wurde gesagt, ich drücke auf den Timer und es geht direkt los. Ja, vorher brauche ich natürlich dann noch, um ein bisschen runterzukommen, einen Schluck von meinem Partner Holy. Heute trinke ich wieder einer meiner Favorites. Es schmeckt wirklich besser als jeder Eistee, den man sonst irgendwo kriegt. Und zwar Mango Passion Fruit Black Tea. Ist ein Eistee. Es gibt auch ganz viel Energy Drinks. 100% vegan. Weniger als 0,3 Gramm Zucker. Ab in die Beschreibung. Ab jetzt für die Leute, die bei sowas dann immer auf YouTube schreiben. Ja, man sieht, der Jiggy guckt in den Chat und so. Ihr leuchten. Wir machen natürlich den Emo-Chat hier rein, dass ich eben keine Antworten bekomme. Okay? Ist natürlich trotzdem keine Ausrede, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, A könnte Arnaldin der Rapper sein und dann in den Chat gucke und es kommt 100-mal das Lost-Emote, kann ich natürlich schon sehen, dass das jetzt in dem Fall womöglich falsch wäre. Aber jeder, der mich kennt oder meint zu kennen, weiß, ich bin ein ehrlicher Player, okay? Also let's go. Ich weiß nicht so genau, was auf mich zukommt. Gib ihm. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hey, stopp. Was soll ich machen? Ach so. Ach, ich soll jetzt alle Rapper, was ist denn das? Ja, Junge, was ein Höllenformat. Hätte ich das gewusst, Digga. Deutschrapper auch noch. Scheiße. OG Kimo nicht dabei? Ich bin auch nicht dabei. Ist Gio dabei? Gio ist dabei, was ein Disrespect, ihr Schweine. Wer hat diese Seite erstellt? Ich muss kurz mal. Oh je, Digga. Es gibt keine Folge ohne ihn! 20 Minuten soll ich mit hier einen abtippen. Okay, ich muss mal ruhig bleiben. Ich muss mich ja gar nicht so hetzen. A. B. C, Digga.
Eieiei. Junge, Junge, das, ey, hätte ich das gewusst, dass das Format so läuft, hätte ich es nicht gemacht. Das bricht mich ja. Ey, das ist Hardcore. Sind da auch so neue dabei wie. Ach komm jetzt. Ei. Ey Jungs, das Jungs und liebe Mädels, aber das ist ja wirklich der absolute Bruch. Oh, der ist sogar echt dabei, Digga. Wie heißt denn der da? Jetzt ich muss nicht meine Ecken abgraben. Ich hab erst 16. Digga, was? Wie heißt denn dieser Typ da, Mann, der. Tilo ist nicht dabei, ja? Okay, korrekt, ist scheinbar kein Rapper. Ey! Okay, ich muss mal. Ah! Ich gehe jetzt mal von vorne durch. Ah! Außer Kontrolle, der muss doch dabei sein, Digga! Ich schreibe ihn bestimmt falsch. Lul. BK ist nicht dabei, Digga. Afrop. Yes. Say it auch nicht. Juri nicht. Ey, Dennis, du darfst mir nicht reinschreiben. Digga, das ist ja das Höllenformat. Ich ver. Wie heißt er denn? Ey, ich vergesse 100 pro die krassesten. Wie heißt der Typ denn? Wie heißen die denn alle da? Boah, das ist ja. Junge, das ist ja wirklich brutal. Das ist ja wirklich brutal. Das ist ja. Das ist brutal. Weil, okay, ich muss einfach cool bleiben. Wen gibt's da noch? Wen gibt's da noch? Ich muss. C. C. Schissmann, Kima Ede. CR7Z. Ja. Ich muss Camps abklappern. Zuna, AZ. Kolja ist nicht dabei. Ali Astige. Icy Eis, wie heißt denn die Nummer? J. Kreuzfeld Jakob ist der andere, war bei Wer wird Millionär, hat den krassesten Part auf dem Mammutmix, Lackmann.
Ach ja, wen haben die denn dabei? Das sind die New Schooler, Digga. Das sind jetzt die New Schooler, Digga. Ja, der ist natürlich safe dabei. Raf Camora. Ah, ja, ja. Ich hab so viele. Ja, ich weiß. Ja, Digga, was ist los? K, da gibt's auch irgendeinen King Suna. Gibt's da wirklich King. King. K. 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 Ich muss bei B weitermachen. Ja, Digga. Bruce Springsteen. Bango. Je t'adore, Jay-Z. Auch ein Song, der tritt. B. Oh nee, da kann ich doch wieder nicht mehr drin. B. B. F habe ich auch noch gar nichts, Digga. Hey Junge, das ist... Oh mein Gott, Digga, das ist doch für jemanden, der ich ja konnte. Ich fühle mich hier wie beim ADS-Test, Digga. Ich schlage hier gleich was zusammen. Ich muss... Konzentrier dich. Konzentrier dich, auf wen habe ich reacted? Ich weiß ja gerade gar nichts mehr. Ich war voll schon, ich habe eigentlich voll viele schon gewusst, dachte ich mir. Jetzt regnet es gerade mal. Ich weiß, viele von euch zerbrechen gerade mit mir, weil ihr euch die ganze Zeit denkt, Junge, bitte schreib's jetzt auf. Ich weiß, ihr wisst so viel, 100 Pro, ihr rastet gleich aus, weil ich nicht drauf komme. Ich kann das so verstehen. Machen wir mal N, da habe ich noch nix. N. Ich bin die ganze Zeit Nico Suave. Das kennt doch niemand. Liebe geht raus an dich. Habe ich gerade Nico? Hat der Nico eingeloggt? Korrekt. Korrekt, Alter. Vielleicht Nils. Scheiße. Kacke. Ah.
Eieieiei. Ich muss einfach so, ich muss einrollen, ich muss mich auf Labels. Junge, mein Kopf ist voll mit diesen Deutschrappern, Digga. Das einzige X nehme ich mit und zwar jetzt! Wie heißen? Kalim, kennst du auch nicht? Eieieiei, wer hat das denn wieder erstellt hier? Ich weiß, ich habe gar keinen Bock, wenn hier der Emo-Chat raus ist und dieses Quiz vorbei ist, auf den Moment, in dem ihr mir sämtliche Namen sagt und ich bei jedem denke, Alter, warum bin ich darauf nicht gekommen? Diesen Moment fürchte ich jetzt schon. M. Max Mutzke, komplett. Ich kann mich nicht. Junge, ich habe ADHS-Diagnose bekommen. Das fickt mal. Das fickt meinen Kopf. Ich muss einfach nur Labels durchgehen. Farid, okay. Haben wir sowas wie Punch Arroganz? Nee, ne? Aha. Ich hab doch auch mal so einen Juri, oder? Aha. B. Ich brauche jetzt noch mal so einen Rush, Digga. Es gibt bestimmt ein riesiges Camp. Ist halt null ein Rapper, aber rein damit. Mann, das ist mit C. Ey, Digga, der erste ist CR7Z. Kima Ede, Schiss, Mann. Favorite ist wirklich dabei, okay. LOL! Ich wollte nicht LOL sagen, ich wollte vorhin Farid eingeben, habe aber Fahrt, er hat einfach eingegeben, hat Fahrt genommen, korrekt. Say it habe ich schon, gell? Hier, na? Sierra, also muss ich jetzt mal wirklich sagen, Digga, was ist das denn? Das ist wirklich Horror. Ach, lol, Digga. Das darf ich nicht sagen, Entschuldigung. Für mich sind das halt keine Rapper, aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wie heißt die beste Rapperin? Ich komme gerade auf ihren Namen nicht. Wie heißt die beste Rapperin? Mann, die von Life is Pain, wie heißt die denn? Ich komme... Ich hab totale Blackout. Kennt ihr das, wenn ihr dann... Ich muss gerade was anderes. Mir fällt es gleich einfach wie Schuppen vor die Augen. Frauenrapperin. Das freut ihn. Er ist dabei. Er ist dabei.
2 Minuten, Digga. Wie heißt die denn? Sag mal, bin ich, was habe ich denn für ein... Ey, Digga. Ei, komm jetzt noch mal ein Run, Junge, straff dich. Jetzt noch mal so ein Run. N! Denn jo, das kennt ja niemand mehr von euch. Früher. Ja! Hundertvierundfünfzig, Digga, gibt's da. Alter. Das ist schlimm, wenn ich ein Idol so von mir. Savasch, so hab ich, ne? Ja, Digga, also. Ich komm grad auf den. Ich weiß aber auch, ob ich die noch hab oder nicht. Scheiße, ist das schwer. Wenn man hier so. Ey, Junge, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. 3 Sekunden, Digga. Mit C. Ich hab keinen mit C. Gibt's da einen Cäsar? Ach, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch im Arschloch drin, Alter. Ehrlich, wahr? Ja. So. Oh, ja. Nee, Digga, ich kann das gar nicht sehen, Digga. Ich kann das gar nicht sehen jetzt. Das ist Nachtreten, Mann. Das ist unfair. Am liebsten einfach die Seite schließen, gar nicht gucken. Das ist jetzt wirklich... Also, ich sag euch mal, ich gehe jetzt mal durch und sag euch, welche ich hätte wissen müssen, okay? Apache hätte ich wissen müssen. AK außer Kontrolle! Ey, Junge, komm. Ey, das habe ich 2-mal eingegeben, Alter. Das habe ich wirklich 2-mal eingegeben, Digga. Also, ich hätte noch wissen müssen, Apache. Alligator hätte ich eigentlich... Bossa, Bowser, Batmams, Junge, die drei hintereinander tun weh, die hätten wir wissen müssen. Die Blumentopf, guck mal, die kommen so aus dem Nix, kommt die mit Blumentopf, Digga. Dann, aber sowas wie Nico Suave kennen sie nicht so, ne? Ja, auf einmal Blumentopf, Digga. Ich gebe da Elo 77 ein, Digga. Denjo, das kennen sie auch nicht, aber Blumentopf kennen sie. Also Bossa, Bowser, Bad Moms, Jay und Apache tut echt weh. Die hätte ich wissen müssen. Casper, Capital Bra, Crow! Alter, Digga, da sind ja richtig die Hitter noch dabei. Entertainment. Alter, Digga. Also es ist halt schon querbeet gemixt, ja. Man kann es ja nicht beschweren, so. Die können ja nicht alle, aber das ist auch Pillar, Digga. Haben sie auch Snagger? Ne. Ei. Also ein paar tun mir echt weh. Lustig, dass ich auch KMN durchgehe mit AZ und Suna und Miami Yassi mir nicht einfällt. Oleg Sech hätte auch Paschani. Oh, da waren schon ein paar Shindy. Eieiei. Da ist Leon Mascher dabei. Also no front, ne? Aber, also, ja, egal. Und somit habe ich wieder eine weitere Runde erfolgreich Herzen gebrochen. Hey, Moment mal kurz.
Ich war gerade bei Leon Mascher, bei Leon Lovelock. Was hat ein Leon Mascher mit Rap zu tun? Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Was ein Dreckssong.